Hi Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein etwas anderes Video. Ich lese ein paar böse Nachrichten von meinem Instagram-Account vor. Ich will mich damit nicht rechtfertigen oder so, aber ich möchte euch einfach zeigen, dass Social Media, wenn man das beruflich macht, dass es auch Schattenseiten hat. Das ist ja auch bei jedem klar. Aber ich wollte euch mal zeigen, wie krank manche Menschen sind, wie dreist. Das ist ja nicht mal alles. In diesen ganzen Jahren habe ich so viel Hate bekommen oder so. Blöde Nachrichten. Ich muss sagen, da sind manche Nachrichten auch gar nicht so schlimm. Aber ich wollte mal alles raussuchen, was ich so hatte. Ich habe ja leider nicht alles, aber einige Nachrichten. Und ich zensiere natürlich auch alle Namen und die Bilder. Nicht, dass dann jemand kommt mit, ja, ich möchte das nicht, weil das sind ja auch private Nachrichten. Deswegen, ich denke, wir fangen direkt an. Ich lese einfach mal vor. Du kochst so ekelhaft. Wer isst sowas? Ja, ich habe euch ja in meinem letzten Vlog erzählt, dass ich eh so ein bisschen Insecurities habe, was mein Kochen angeht, weil damals konnte ich halt noch nicht kochen. Ich habe das Kochen erst hier gelernt in Kloppenburg und weil ich halt hier erst so richtig angefangen habe, davor hatte ich halt keine Küche, also mein Ofen war kaputt. Ich hatte ein Campingherd und so, deswegen, ja. Ich habe Kochen gelernt, ich kann gut kochen und mein Essen schmeckt auch, das, was ich mache, schmeckt. Es ist ja Geschmackssache, aber dass man dann so hatet und so, ich weiß nicht, das ist, ich würde niemals im Leben andere Personen haten, vor allem nicht deren Essen oder irgendwas, was in deren Leben abgeht. Versteht ihr? Also ich bin nicht so, ich verstehe nicht, wie man so negativ drauf sein kann. Ich sage euch ehrlich, ich hatte auch mal einen Fake-Account und habe damit Leute gehatet, da war ich aber 14. Also ich war ein kleines Kind, ich weiß nicht, wie alt diese Personen sind, aber mir folgen überwiegend 18- bis 35-Jährige. Ja, also wirklich kaum Minderjährige. Und sogar mit 17 sollte man schon ein bisschen Grips im Kopf haben und checken, dass man sowas nicht macht. Aber Leute, es geht hier nicht darum, dass ich die Leute irgendwie belehren möchte oder Mama spielen möchte. Ich möchte euch einfach mal zeigen, was so abgeht. Puh. Ein Wunder, dass du mit deinem Aussehen einen Freund findest, der dich anscheinend liebt. Ah, wenigstens gibt er aber zu, dass Halil mich liebt. Ja Leute, das sind so Sachen, aber die kann ich gar nicht ernst nehmen, weil ich weiß jetzt so, ich finde mich jetzt nicht hässlich und ich finde es jetzt auch nicht krass, dass ich mit meinem Aussehen einen Freund gefunden habe. Also, ja, dazu kann ich gar nichts sagen. Die Nachricht, die ich vorlese, ist aktuell. Also, ich habe mich gerade bekommen. Hey, ich folge dir seit ein paar Wochen und habe gesehen, dass du ein voll schönes Leben hast. Ich kann meinem Kleinen keine Windel mehr kaufen momentan, weil mein Mann es für Zigaretten benutzt. Er hört nicht auf mich und gibt mir kein Geld vom Geld. Ich schäme mich, aber kannst du mir vielleicht 200 Euro schenken? Ich wäre dir so dankbar, Janem. Dann habe ich geschrieben, hey, oh, das ist ja richtig scheiße von, vor allem von deinem Mann. Ich weiß, auf Instagram sieht vieles vielleicht schön aus, aber im Hintergrund läuft das immer etwas anders. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht viel Geld und drehe manchmal jeden Euro um für Tankrechnung, Anwaltskosten und so weiter. Verstehst du? Also hätte ich viel Geld, würde ich dir bestimmt helfen. Hoffe, du nimmst das nicht böse. So, dann hat sie geschrieben, ach, einfach alle Influencer sind gleich. Hauptsache neue Kamera kaufen. Erstens heißt das Influencer. Zweitens gibt es heutzutage Ratenzahlungen, womit ich mir diese Kamera gekauft habe, damit ich halt Equipment habe für meine Arbeit. YouTube ist jetzt auch ein Teil von meiner Arbeit wieder geworden und ohne Kamera keine Arbeit. Drittens muss ich mich nicht dafür rechtfertigen, dass ich dir kein Geld schenken kann. Vielleicht solltest du da eher mit deinem Mann sprechen, anstatt mit mir. Ohne Respekt lässt du seinen schönen Tag noch. Jetzt auf meinen Mann gehen, toll. Für mich ist das nicht normal. Dieses Verhalten ist nicht normal. Erstmal schön einschleimen und dann noch so eine Dreistigkeit besitzen und so eine Frage stellen. Ich würde nicht mal meine Familie nach Geld fragen, so wenn es so richtig dringend ist. Ich würde das nicht machen. Ist Familie, Freunde, ist alles schön und gut, aber jemanden über Instagram nach Geld zu fragen, nur weil der eigene Mann die Windeln wegraucht, sozusagen mit den Zigaretten, sorry, ist nicht mein Problem. Das ist euer Problem. Vielleicht solltet ihr mal eine Therapie suchen oder euch irgendwie Hilfe nehmen oder so. Keine Ahnung, das ist für mich nicht normal. Und dann noch sagen, ich würde auf jemanden gehen, nur weil ich gesagt habe, vielleicht solltest du lieber mit deinem Mann darüber reden, über die Geldprobleme und nicht mit mir. Ich habe mir heute Locken gemacht und die nerven mich. Na toll. So, und dann hat eine andere Person das drauf geschrieben, weil ich hatte das halt gepostet. Du bist immer meckern, reicht doch. Ja, dachte, Influencer haben immer ein schönes Leben. Du hast doch so viel Geld, wieso heulst du rum, dass andere dich von Geld fragen? Influencer sein hat nichts zu heißen, dass man direkt ein schönes Leben hat. Ich weiß ja nicht, in was für eine Traumvorstellung manche leben oder in was für einer komischen, was für komische Gedanken manche haben. Als ob so Influencer so Aliens sind und kein normales Leben führen mit normalen Problemen im Hintergrund. Persönlichen Problemen, sozialen Problemen oder was weiß ich, sei es sogar mit der Polizei Probleme so. Wirklich, Leute haben Denken, wirklich, man lebt so ein Traumleben.
würde ich nicht in dieser Schiene sein, würde ich das vielleicht auch denken, weil alles immer so schön aussieht bei den Größeren. Keine Ahnung, wie es bei denen ist. Ich bin eine kleine Influencerin, ich kann sagen, bei mir ist es auf jeden Fall kein Traumleben. Und so viel Geld habe ich nicht. Natürlich wird es immer so gedreht, dass ich dann nicht rumheulen soll, wenn ich es frech finde, dass Leute mich nach Geld fragen, aber ich soll nicht rumheulen. Richtig lustig. Halil wird dich sowieso verlassen. Du bist so dumm und naiv, wirklich. Du denkst, er heiratet eine Russin, er nimmt eher eine Türkin aus seinem Dorf, Bruder. Also, schön und gut, jeder kann seine Meinung haben, wenn du so denkst. Bitte, ich kann dir nicht sagen, dass du anders denken sollst. Ich muss meine Beziehung jetzt auch nicht so zur Schau stellen und dir zeigen, hey, das ist nicht so. Du weißt nicht, was im Hintergrund passiert ist und ich kann dir versichern, dass er bei mir bleibt und ich bei ihm und kann sich ja gerne weiterverfolgen und dann, wenn wir uns trennen sollten, was du ja denkst, dann kannst du mir gerne schreiben und mich fertig machen. So, und dass ich auf Instagram Werbung mache oder hier Werbung schalte, ist normal. Ich mache mit meinen Videos Geld. Die Videos sind kostenlos für die Leute, die schauen wollen. Wenn nicht, dann schalt halt weg oder hol dir YouTube Premium. Ich glaube, bei YouTube Premium muss man dann keine Werbung mehr schauen. Oder bei Instagram. Das ist nicht nur mein Job. Ich nehme euch wirklich 24/7 mit, wo ich halt nur kann. Bei Instagram zeige ich halt mein komplettes Leben fast. Also ich erzähle euch auch wirklich Sachen, die wissen nicht mal meine Familie so. Nicht mal denen erzähle ich das. So ist das halt. Und dass man da wirklich mal zweimal die Woche, wenn überhaupt, oder auch wenn es mal alle zwei Wochen ist oder wenn es auch mal dreimal die Woche ist, dass man dann nicht mal kurz so drüber sehen kann und sagen, ja okay, sie verdient ihr Geld, sei ihr gegönnt oder so. Ist doch egal, was ich mache. Solange ich Werbung für das mache, was ich auch feiere. Was interessiert dich das überhaupt, für was ich Werbung mache? Oder wenn es dich stört, dann schalt halt weg. Das ist das Einzige, was ich mal sagen kann. Und ich habe auch keinen Bock mehr, das zu sagen. Wenn irgendwas auf meinem Kanal nicht passt, dann schau es dir halt einfach nicht an. Weil ich hatte vorhin auch noch kurz eine kurze Diskussion mit einer. Die hat mich damals schon gehatet, weil sie hat meine Figur irgendwie bemängelt oder so und dann habe ich das halt, weil genau davor habe ich gesagt, dass ich mich wohlfühle, auch mit Speckfalten, dass ich mich traue, das zu zeigen und genau dann hat sie geschrieben, ja du bist aber voll fett, wie schämst du dich nicht und so und das sind so Leute, die wollen einem eine schlechte Laune machen, wenn man irgendwie gerade gut gelaunt ist, so, man ist gut gelaunt, man teilt das, man teilt die Freude und boom, nein. Darfst du nicht, du darfst keine gute Laune haben, so denken die. Ich habe mir ein bisschen geschrieben, ich bin immer richtig nett. Also wenn ich mal beleidigt werde, dann ist es, wenn man auf meinen Freund geht oder meine Familie oder meinen Sohn, dann beleidige ich. Oder ich gehe auch dann richtig, also ich bin dann auch richtig asozial. Aber wenn man was Normales schreibt und mich sogar beleidigt, ich schwöre, ich argumentiere einfach. Und die wissen dann nie, was die sagen sollen und lachen dann nur oder beleidigen mich als lächerlich und dumm, weil die nicht wissen, was die auf meinen Text schreiben sollen. Ja, und dann habe ich die Person nicht mal blockiert und die hat mir gerade schon wieder geschrieben, wieso beschwerst du dich immer über alles? Auf diese Story, wo ich gesagt habe, dass es frech ist, dass man nach Geld fragt. Wieso verfolgst du mich denn? Ich frag sie dann, ja, wieso folgst du mir überhaupt? Sie so, ich folg dir nicht. Und dann ich sag sie, ja, noch schlimmer. Du guckst dann meine Story, gehst extra auf meinen Namen, guckst meine Story, ohne mir zu folgen, ist ja noch schlimmer. Dann meinte sie, hahaha, irgendwie so, dann habe ich jetzt habe ich sie blockiert, weil ich gebe immer Leuten so eine Chance und wenn die verkacken, dann blockiere ich die, weil ich habe auch keinen Bock auf sowas. Und heute hatte ich auch gepostet, dass mein Tag nicht so schön war, kann ich euch mal zeigen. Es war überhaupt nichts Schlimmes. Jeder hat mal einen schlechten Tag und das darf ich auch zeigen. Ich teile meinen Alltag, ich teile nicht nur positive. Ich habe das Gefühl, bei Influencern, wenn man die Story schaut, denkt man sich, oh, ich will das auch oder oh Mann, ich will auch so ein Leben. Aber mir ist halt so das Gefühl, hey, sie hat ja die gleichen Scheiß wie ich gerade so. Und ich teile halt auch meine Scheißsachen oder Scheißtage, aber damit zeige ich doch nur, dass ich trotz negativen Sachen trotzdem noch positiv bin. Also mir geht's ja, ich drehe ja trotzdem jetzt ein Video und habe gute Laune, versteht ihr? Also, ach. So, wieso zeigst du denn so negativen Alltag? Geh einen Tag offline in Jude ist, mein Gott. Das ist mein Job. Wenn ich einen Tag offline bin, gehen meine Stories direkt runter. Also, du kannst ja auch nicht nur, weil du schlechte Laune hast, nicht zu deinem Job gehen. Du musst ja trotzdem deinen Arsch zusammenreißen und dahin gehen. Das ist auch mein Job. Instagram ist auch mein Job. Falls es manche Leute nicht wissen, es ist mein Job. Egal, ob ich krank bin, ob ich sonst was. Ich arbeite auch im Urlaub. Ich habe nicht, dass ich sagen kann, ich gehe zum Arzt und lass mich krank schreiben. Ich muss weiterarbeiten. So, egal was ist, ich muss arbeiten, wenn ich krank bin. Egal was, ich muss, wenn ich ein, zwei Tage mal weg bin, gehen meine Stories direkt runter und das hilft mir auch nicht dann weiter. Und ich persönlich sehe es auch nicht ein, immer nur positive Sachen zu teilen, weil das passt halt nicht zu meinem Content. Ich zeige halt das, wie es mir geht. Wenn es mir scheiße geht, dann geht es mir scheiße. Heute habe ich viel Hate bekommen.
keine Ahnung. Also was heißt Hate? Heute habe ich viel Negatives bekommen. Ich habe eine Fragerunde geteilt. Jemand hat mich halt gefragt, wie wir das mit dem Geld machen, mit der Miete. Also Halil und ich haben geschrieben, wir benutzen unser Geld einfach gemeinsam, weil wir wohnen zusammen. Wir zahlen zusammen den Einkauf, mal ich, mal er. Geld zusammen benutzen, mein Freund und ich teilen uns jede Rechnung, egal um was es geht. Und das ist auch das Beste so. Alles gut, wenn dein Freund und ihr euch alles teilt, dann ist doch gut. Solange ihr damit klarkommt. Ich habe das so auch von meinen Eltern. Keine Ahnung, ich finde, wenn man sich vertraut und zusammen wohnt, vor allem alles zusammen nutzt, dann kann man sich auch das Geld teilen. Außerdem, wenn ich was will, Klamotten oder sonstiges, kaufe ich das halt von meinem Geld. Und wenn ich mal Geld brauche, dann gibt er mir das oder umgekehrt. Wir helfen uns, es ist ein Geben und Nehmen bei uns. Ich finde, man muss auch nicht direkt andere Pärchen verurteilen für das, was sie machen. Ich bin schon so ehrlich und sag euch das, wie wir das machen. Und dann gibt es wieder Personen, die meckern. Mein Gott, das sind so Menschen wirklich, die akzeptieren nicht, dass andere anders leben als sie. So auch ganz spannendes Thema, wieso geht Armin überhaupt in den Kindergarten, wenn du zu Hause bist? Schiebst du natürlich ab, deshalb. Also, erstens, sogar wenn ich nicht von zu Hause arbeiten würde, was ich aber tue, würde ich Armin in den Kindergarten schicken. Wieso? Soziale Kontakte sind wichtig. Für die Entwicklung, fürs Kind, für ein Kind ist das sehr wichtig. Wenn du es nicht so machst, schön. Ich arbeite von zu Hause und brauche auch meine Zeit für meine Arbeit. Das hier kann ich nicht machen, wenn Armin da ist. Soll ich das machen, wenn er schläft? Also für mich ist das wirklich eine sehr unlogische Aussage. Sogar wenn ich, aus welchen Gründen auch immer, keine Arbeit hätte und zu Hause wäre, würde ich ihn trotzdem in den Kindergarten schicken. Er findet da Freunde. Und seitdem Armin in den Kindergarten geht, habe ich ja auch erzählt, dass seine Entwicklung wirklich hochgegangen ist. Also er hat sich sehr gut entwickelt. Er hat auch Freunde gefunden, die er zu seinem Geburtstag einladen konnte. Also für mich ist das was sehr Positives, der Kindergarten. Aber das ist auch eine Person, ich war auf ihrem Profil, sie hat kein Kind. Also ich denke mal, Menschen, die keine Kinder haben, können sowieso immer alles ein bisschen anders einschätzen. Weil als ich kein Kind hatte und schwanger war, habe ich auch gesagt, ja, ich mache das so und so und nicht so wie andere. Und im Endeffekt mache ich es wie die anderen. Weil wenn man nicht in der Situation ist, kann man es nicht beurteilen. Mir wurde mein neues Bild geschickt. Du bist so fett, schämst du dich nicht? Also ich finde das traurig. Klar, ich habe ein bisschen Speck, aber was ich jetzt nicht schlimm finde, ich fühle mich trotzdem wohl, vor allem momentan. Ich habe ein bisschen abgenommen. Ja, ich war sogar noch ein bisschen fülliger. Heftig, ne? Ich bearbeite meine Bilder nicht, zum Beispiel. Ich zeige es so, wie es ist. So wie hier. Ich habe auch hier Speck. Das interessiert mich nicht. Dann ist es halt so. Und weißt du, was ich traurig finde? Dass in unserer Gesellschaft meine Figur schon als dick gesehen wird. Das war früher nicht so. Also ich bin nicht dick. Ich fühle mich auch nicht dick. Vielleicht bin ich einfach nicht heftig schlank oder so oder dünn. Ich bin ganz normal und ich mag... What the fuck? Ich bin ganz normal und ich mag meine Figur. Wenn es andere nicht so mögen... Ich hätte zum Beispiel niemals das Bedürfnis, eine Person, nur weil ich ihre Figur nicht mag, sind wir mal ehrlich, wir können nicht jeden schön finden, aber ich bin trotzdem nicht so, dass ich zu der Person gehe und sage, ey, du bist fett. Was bringt mir das? Also, was bringt der Person das? Deine Meinung, was bringt das? Ich habe mal erwähnt, das ist jetzt kein Hate oder so, aber das ist so eine Sache, die verstehe ich nicht. Ich hatte mal ein Video erwähnt gehabt im Mukbang, dass ich denke, schon seitdem ich klein bin, dass ich mit 40 sterben werde beim Autounfall. Dass ich mir das nicht wünsche, ist doch klar, aber ich denke es einfach. Was kann ich denn für meine Gedanken? Dann hat eine Person geschrieben, warte, was, du denkst, du stirbst so mit 40, das kannst du so einfach denken, sagen, obwohl du ein Kind hast. Also, ich verstehe den Zusammenhang nicht, was hat Armin mit meinen Gedanken zu tun? Als ob ich mir als Mutter das wünschen würde, dass mein Kind irgendwann alleine ist. Das ergibt doch gar keinen Sinn, wieso wird eine Mutter immer direkt so aufs Kind bezogen. Alles, was man sagt, ist direkt so, aber du bist doch Mutter, aber du hast doch ein Kind, aber das. Ich bin auch einfach nur Vanessa, ich bin auch einfach nur eine Frau. Ich muss nicht immer alles, ich muss nicht immer an mein Kind denken, so wenn ich etwas sage oder so. Ich habe auch einen eigenen Kopf und eine eigene Meinung. Mein Leben dreht sich nicht nur um mein Kind, versteht ihr? Ich verstehe nicht, wieso das direkt wieder auf Armin bezogen wird. So, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ich habe ein bisschen genervt in dem Video gewirkt, aber ich verstehe sowas nicht. Ich versuche oft, mich in diese Menschen hineinzuversetzen, wieso sie so denken, wieso sie so schreiben, aber ich kann nicht, Leute. Ich kann nicht. Deswegen bin ich manchmal ein bisschen genervt, aber alles gut. Ich bin solche Nachrichten gewohnt, ich mache das schon sehr lange. Ich will wirklich herausfinden, was ist mit dem Person, deswegen antworte ich auch öfter mal. Und eine Person habe ich mal dazu gebracht, dass sie sich bei mir entschuldigt hat. Sie war wirklich sehr respektlos. Ich habe ihr dann ein bisschen so dies und das erzählt und sie hat sich dann wirklich entschuldigt und schlecht gefühlt. Also man sollte immer dreimal überlegen, was man schreibt. Und andere Personen sind vielleicht nicht so stark, wie ich, sage ich jetzt mal. Ich finde, ich bin schon sehr stark. Klar gibt es Momente, wo ich dann denke so, wieso sagt man sowas? Aber in der nächsten Minute denke ich mir so, scheiß drauf. Hauptsache dir gefällt und du bist glücklich. Stell dich mal vor, ich schreibe das oder sage zu einer Person, die nicht so stark ist. Leute bringen sich wegen Hate um, wegen Mobbing, wegen Cybermobbing. Ihr versteht das nicht.
Und erst dann, wenn was passiert, dann, oh ja, das, die Arme und so, das geht gar nicht. Das ist unsere Gesellschaft. Das ist heftig. Ich kriege einfach nur Hate von Frauen. Keine negativen Kommentare von Männern. Einfach Frauen sind schlimmer. Frauen sind schon schlimme Wesen. Also viele. Ja, Leute, das war's mit dem Video. Wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich will damit auch kein Mitleid oder so. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Haut rein.